ich bin heute nicht allein, wie ihr sehen könnt. Mein Hund ist gerade bei mir. Die war ein bisschen nervös und hatte Angst, weil es gerade knallt draußen. Und deswegen muss sie jetzt bei mir auf dem Schoß sitzen. Und zwar wundert ihr euch bestimmt, warum ich jetzt hier in der Wohnung mit einem Hut sitze. Und mir ist Folgendes passiert. Ich hatte einen Friseurbesuch und nein, er ist nicht schief gegangen. Aber ich habe vergessen, ein Vorher-Video zu drehen für euch. Und da ich nicht möchte, dass ihr jetzt schon seht, was aus meinen Haaren geworden ist, musste ich jetzt den Hut aufsetzen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Also ich war bei einem Friseur in Berlin-Mitte, also um genau zu sein, in der Nähe vom Checkpoint Charlie. Ich blende euch hier unten mal eben den Namen des Friseursalons ein. Und zwar hatte ich die angeschrieben und wollte wissen, wie dieses Olaplex funktioniert und ob sie Lust hätten, darüber mal ein bisschen was zu erzählen. Weil ich es eben doch schon sehr verbreitet mittlerweile finde, aber irgendwie keinerlei Informationen richtig finden konnte zu diesem Thema. Ich habe mir natürlich auch gleich die Olaplex-Behandlung machen lassen, weil ich auch ausführlich darüber berichten wollte, wie ich das Ganze finde. So, das Ganze ist jetzt aber so passiert, dass es so ein langes Video geworden ist, dass ich das in zwei Teile teilen muss. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Also in dem Teil jetzt werdet ihr nur die Anwendung an sich sehen, ein, zwei Informationen von mir bekommen, wie das Ganze passiert ist und was wir geplant haben. Und im zweiten Video werdet ihr dann sehen, also die reine Info bekommen und auch sehen, wie mein Endergebnis ist. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, weil ich wollte das so teilen, dass die Leute, die sagen, okay, sie wollen auch sehen, wie das Ganze gemacht wurde, sich einen Teil angucken können und die anderen, die nur sagen, okay, ich will nur Infos dazu haben und sehen, wie vorher nachher aussah, die können sich gerne das zweite Video angucken. So viel dazu. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video jetzt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, weil das Video ist so oder so schon viel zu lang und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. So ihr Lieben, ich war beim Friseur Symmetrium in Berlin in der Nähe vom Checkpoint Charlie und ich musste euch unbedingt diesen Weihnachtsbaum zeigen. Diese gesamte Deko könnte nach mir schon schreien. Hier wollte ich euch nochmal eine Produktreihe zeigen, die sie dort anwenden und dann geht es natürlich zum Thema Olaplex. Wir haben natürlich als allererstes besprochen, was ich haben möchte und er hat mir eine ausführliche Beratung gegeben, was ist möglich und was nicht und hat dann gesagt, dass er letztendlich meinen Naturton gerne in die Länge ziehen möchte, nicht bis ganz in die Spitzen, sodass unten in den Enden noch alles relativ hell bleibt. Und die Spitzen werden auch nochmal extra aufgehellt und der Schnitt sollte nicht viel kürzer werden, sondern eben, dass ich ein bisschen mehr Stufen habe, ein bisschen Dimension geschaffen wird. Nun erklärt er mir natürlich auch noch, was für eine Olaplex-Behandlung ich speziell bekomme, weil da gibt es auch verschiedene Arten. Das seht ihr dann im nächsten Video natürlich. Deswegen können wir darauf dann wirklich mal mit Blondierung und Olaplex handeln. Das heißt dann, wir können die Haare wieder hochliften. Und dabei auch eine kleine Aufbau, auf jeden Fall eine 100%ige Schutz. Okay. Das ist der Vorteil dabei. Mhm. So, hier mache ich nochmal so einen letzten Check meiner Haare, wie sie jetzt gerade sind und wie sie sich anfühlen, weil ich definitiv den Vorher-Nachher-Effekt sehen wollte. Und dann geht es auch schon los. Er rührt gerade die Olaplex-Behandlung an in die Blondierung. Das ist natürlich in jedem anderen, in der Farbe, in nachher meiner Gesamtfarbe nochmal drin, sodass die Haare rundum geschützt sind natürlich. Wichtig ist hierbei, dass die Olaplex-Behandlung in die fertige Blondierung gemacht wird. Er trägt die Blondierung in eine Art Balayage auf und die Aschtöne werden dazwischen gesetzt und teilweise auch ab dem Oberkopf wurden noch andere Blondtöne eingearbeitet, sodass das Ganze ein bisschen mehr Dimension hat und aufgefrischt ist. Ich wollte euch natürlich auch die Technik so ein bisschen zeigen, dass ich hoffe, das ist so für euch gut zu sehen. Wichtig bei der Olaplex-Behandlung ist übrigens auch, dass ihr eure Haare mit einer Tiefenreinigung vorher gewaschen habt, damit das Olaplex auch wirklich eindringen kann. Denn wenn man Öle oder Silikone in den Haaren hat, kann das Olaplex nicht so tief ins Gewebe eindringen, wie wenn das Haar frisch gereinigt ist. Ihr solltet auch nicht mit frisch gewaschenen Haaren im Sinne von jetzt gerade morgens habe ich mir die Haare gewaschen hinkommen, denn dann sind die Silikone natürlich wieder drin, es sei denn, ihr habt es natürlich mit einem tiefen Reinigungsshampoo gewaschen. Nun seht ihr jetzt die andere Farbe, die natürlich als Strähnen noch aufgelegt wird, wie ich ja gerade erwähnt hatte. Da habe ich allerdings nicht so viele Aufnahmen von gemacht, sondern eher von den Blondtönen und jetzt wollte ich euch die eine Strähne mal zeigen, dass auch eine andere Farbe angewendet wurde.
Nun werde ich neu verpackt, denn jetzt werden meine restlichen Haare in einem Aschton gefärbt, also in meinem Naturhaarton, nur etwas kühler, damit das Ganze einen schönen Übergang nachher hat. Und unten wird ein anderer Art Aschton aufgetragen, das so ein Verlauf vom Ombre da ist. Das sieht man jetzt, glaube ich, hier ein bisschen besser auf der Aufnahme. Also ihr seht ja, im Ansatz ist eine andere Farbe als unten jetzt in den Spitzen. Und nun wird richtig, richtig doll verblendet, dass die zwei Farben fließend übereinander fließen. Nun dürfen die unteren Strähnen auch schon ausgewaschen werden. Die wurden natürlich als erstes gemacht, deswegen dürfen die auch schon als erstes abgewaschen werden. Die anderen sind nochmal so, ich glaube, 5 bis 10 Minuten länger drauf gewesen, damit die Farbe auch schön einzieht und alles gleichmäßig ist. So, jetzt macht er den Test und hätte ich das gesehen, ich habe das im Nachhinein erst gesehen, hätte ich wahrscheinlich geschrien, weil ich Angst gehabt hätte, er hätte mir meine Haare zerrissen. Aber ihr seht, wie stabil sie sind. Wer schon mal blondiertes Haar hatte und meins ist nun mehrfach blondiert, weiß, dass es sich zieht wie Kaugummi. Das ist hier gar nicht der Fall. Das seht ihr ja. Die Haare sind super stark und das ist der beste Beweis dafür, dass Olaplex schon bei der ersten Phase funktioniert. Dann, dass dann die Olaplex 2 Behandlung raufkommt. So, zwar jetzt. Das Ganze ist dann so circa 20 Minuten eingewirkt oder je nachdem, wie lange man halt auch Zeit hat. Da wir schon sehr lange dran saßen, haben wir es, ich glaube, 20 Minuten einwirken lassen. In der Zeit haben wir nämlich dann das Infovideo für euch gedreht, was ihr dann morgen sehen werdet, wo er euch alles genau erklärt, was ist Olaplex, wie ist es entstanden, wie hat man es entdeckt. Also unbedingt einschalten beim nächsten Video, weil da erfahrt ihr richtig viel über Olaplex und seht dann halt auch mein Endergebnis und mein Fazit dazu. So, nun wollte ich euch mal noch ein bisschen zeigen, wie er meine Haare geschnitten hat. Und ja, ihr seht, könnt ja da schon erahnen, wie die Strähnchentechnik aussieht. So Mädels, jetzt verabschiede ich mich schon mal in diesem Teil des Videos und wir sehen uns im nächsten. Da seht ihr dann das fertige Ergebnis.